Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Anwesende, liebes Organisationskomitee, danke vielmals, dass ich einige Worte an Sie richten kann anlässlich Ihres World Forums for Ethics in Business. Wo Menschen zusammenkommen, wo Menschen zusammenarbeiten, kann es zu Konflikten führen und es kann ein Machtgefüge bestehen. Das ist im Business so, das ist im Sport so. Es ist daher unabdingbar, dass in all diesen Bereichen der Gesellschaft, in denen wir im Verlauf unseres Lebens, wo wir uns bewegen, eine starke, tiefe, verankerte ethische Grundlage besteht, welche uns wie ein Kompass durch das Leben führt. Bei Swiss Olympic, dem Dachverband des Schweizer Sportes, sind wir daran, mit einem Projekt Ethik und Sport eben genau diese Basis zu schaffen. Wir haben seit Jahren die Werte vertreten. Wir versuchen in Ausbildungsprogrammen, in Präventionsmaßnahmen das vorzuleben. Aber wir haben schmerzlich auch erfahren müssen, dass eben Missstände, wenn sie systematisch auftauchen, in einem gesamten Kontext angegangen werden müssen. Darum haben wir ein Projekt Ethik im Sport auf die Beine gestellt, zusammen mit unseren Partnern aus dem Sport, zusammen mit der Regierung. Und wir sind jetzt in Phase 1, wo wir versuchen, das gemeinsame Verständnis zu schärfen. In Phase 2, wo wir jetzt dann eintreten, werden wir Maßnahmen implementieren, werden auch die zentrale Meldestelle noch bekannter machen, damit die Athletinnen und Athleten eben diese Ansprechpersonen haben. Das Umfeld, die Trainerinnen, Trainer, die Erziehungsberechtigten, aber auch die Medizinalpersonen, das Umfeld, das ist ganz wichtig mit ins Boot zu nehmen und dieses Verständnis zu schärfen. Die Schweiz übernimmt hier eine Vorreiterrolle und ich weiß, dass andere Länder, andere Sportorganisationen hier das mit Interesse verfolgen. Ich kann Sie alle ermuntern, auffordern, eben das Gleiche zu tun, auch diese Grundsatzfrage in die Führungsebene zu nehmen und eben auch voranzutreiben. Ich bedanke mich bei all denen, die sich für diese ethischen Grundsätze einsetzen. Das Gleiche gilt für alle Bereiche der Gesellschaft, das Gleiche gilt im Business. Und hier hoffe ich, dass ich mit dem sportlichen Weg, den wir vorleben, hier Ihnen einen Weg aufzeigen kann. Also es tut gut, das zu tun und es ist wichtig für die nächsten Generationen in diesem Sinne. Danke vielmals.